Und wir starten dann mal direkt rein in das Thema Sage 109.0 mit unserer PBS-Suite. Vielleicht das als Basis auch weg. Der aktuelle Datenstand oder Basisstand, den wir mindestens voraussetzen, ist die 903 für die PBS-Suite. Hat einfach den Hintergrund, wir haben doch einiges im App-Designer getan und nutzen auch eigene DevExpress-Elemente, die eben auf gewissen DevExpress-Versionen aufsetzen, die wir also an der Stelle brauchen. Zum Einstieg, PBS-Suite. Die PBS-Suite ist eine ursprünglich mal Dashboard-Lösung zur Sage-Produktion gewesen, die auf Basis von Crowdfunding aus unserem Bestandskundensegment entstanden ist. Das heißt, wir hatten einige Kundenanforderungen, Themen auch im Standard, sage ich jetzt mal, wo die Kunden gesagt haben, wir geben die Daten ja ein, die sind ja in der Software drin, aber ich finde die nirgends so richtig. Ich muss die mir aus 6, 7, 8 Listen und Übersichten zusammenziehen. Das Ganze haben wir dann in einem großen Topf gesammelt und haben dann über Crowdfunding dedizierte Dashboards erstmal erstellt. Und das ist auch, geht auch so gleich ein bisschen aufs Lizenzwesen nebenher mit ein. Das ist auch die Basis, die sogenannte PBS Basic. Diesen Ausprägungen starten wir jetzt auch gleich mal direkt rein. Das heißt, wir haben einfach hier im Regiemenü eine Übersicht, ein zentrales Dashboard für Fertigungsaufträge, die Kundenauftragsbezug haben. Und zwar entweder aus der Produktionsdisposition oder direkt aus dem Kundenauftrag erzeugt worden sind. Wir beginnen das Ganze einmal mit einem Vorfilter, bei dem ich entweder direkt nach dem Kunden, nach dem Verkaufsvorgang, Auftragsnummer und so weiter suchen kann. Und ich kann hier auch schon entscheiden, möchte ich nur offene Verkaufsvorgänge entsprechend hier monitoren oder eben nicht. Starten wir mal rein. Wir haben im Kopfbereich einen Masterbereich, der ist ähnlich wie die Fertigungsauftragsübersicht, Kundenauftragsübersicht aus dem Standard. Und wir haben jetzt hier beispielsweise einen Vorgang an die Firma Aber, einen unserer heißgeliebten Tische. Und bekommen im Kopfbereich das Ganze auch schon mal farblich über bedingte Formatierung unterlegt. Eine Übersicht über den aktuellen Status quo des zur Verkaufsposition geltenden Fertigungsauftrags. Heißt, blau hinterlegt, der Fertigungsauftrag ist eingelastet. Rot bedeutet, zu dieser Verkaufsposition gibt es keinen Fertigungsauftrag. Da kommt aber nachher noch eine Ergänzung von mir dazu. Gelb bedeutet, das Ganze ist begonnen. Grün bedeutet, ist abgeschlossen. Und hellrot, habe ich jetzt kein Beispiel, würde bedeuten, es existiert ein Fertigungsauftrag, dieses ist aber noch nicht eingelastet. Das heißt, die ganz normalen Kennzeichen, die wir so auch rund kennen, allerdings hier über die Funktion im App-Designer Tabellen anhängen, natürlich die Möglichkeit, alles Mögliche an Spalten aus den referenzierenden Tabellen mit heranzuziehen. Auch natürlich Userfelder. Das heißt, da schon mal die Möglichkeit, dass uns diese Limitierung, uns fehlen Felder oder hier fehlen irgendwelche Spalten, komplett umgangen. Ja, dass man also aus den Entitäten, die hier angesprochen werden, das auch direkt mit heranziehen kann. Das ist der Masterbereich. Im Detailbereich gliedert sich es wie folgt. Starten wir in der Ebene der Einkaufsauskunft. Ich suche mir jetzt gerade mal einen Vorgang raus, wo ich ein bisschen Struktur drin habe. Da sieht man es zum Beispiel mal. Also, wir haben unseren Tisch als Verkaufsartikel in der Menge 10. Und wir haben hier unten in der Einkaufsauskunft die Struktur, die Baumstruktur des Fertigungsauftrags nochmal dargestellt. Sinn und Zweck der Einkaufsauskunft ist eben den Überblick zu erhalten, direkt zum Kundenauftrag hin. Habe ich alle Materialien denn im Haus zum entsprechenden Bedarfstermin? Um mit diesem Fertigungsauftrag überhaupt beginnen zu können, und zwar zur Disposition. Das heißt, wir gehen jetzt nicht hin wie die Sage Dispo und prüfen vom ersten Eintrag bis zum letzten Eintrag, sondern wir gucken explizit nach über den Bedarfstermin aus dem Fertigungsauftrag, haben wir eben zum Beginn des ersten nachfolgenden Arbeitsganges da gibt es jetzt keinen Einkaufsbeleg, deswegen findet man nichts, aus dem Arbeitsgang heraus, abzüglich der Rüstzeit, dementsprechend einen Bedarfstermin. Das heißt, mein Material hier muss entsprechend ja spätestens um 7:20 Uhr am 21.02. verfügbar sein. Das prüfen wir über diese Kennzeichnung hier drin entsprechend ab und zeigen auch auf, wie viel haben wir tatsächlich verfügbar. Im Verhältnis dazu immer natürlich noch der Blick über den aktuellen Lagerbestand, den Materialeinsatz. Wir rechnen also nicht nur in der Fertigungsmenge an sich, sondern wir rechnen über den Materialeinsatz. Das heißt, wir inkludieren hier auch noch Schwund. Wenn wir ein bisschen nach rechts rübergehen,
bekomme dann weitere Informationen dazu, in denen ich hier erstmal sehe, okay, welche Menge befindet sich gegebenenfalls gerade in einem Dispo-Stapel. Was wurde explizit, hallo Volker, was wurde explizit auf dies oder für diese Position auch im Einkauf schon bestellt? Was wurde in Summe über die Bestellung, die da zugrunde liegt, bestellt? Was wurde anteilig geliefert? Welche Differenzen haben wir aus den Rückmeldungen noch mit drin? Und so weiter und so fort. Und wenn wir ein bisschen weiter nach rechts rüber gehen, dann bekommen wir hier auch entsprechend eine Obligo-Übersicht. Das bedeutet, wenn ich jetzt aus der Bestellung, die hier zugrunde liegt, einen Wareneingang mache, beispielsweise über 10, dann bekomme ich Menge geliefert für FA 10 Stück angezeigt und die offene Menge reduziert sich auf 30. Das gleiche Verhalten haben wir dann auch hier bei Preis bestellt für FA zugeliefert für FA. Des Weiteren hier natürlich auch ganz wichtig die Information Wunschliefertermin aus unserer Bestellung in Relation zu Lieferavisen. Das heißt, wenn wir also einen Lieferavis oder einen bestätigten Liefertermin eintragen, wandert ja unser Wunschliefertermin in das Feld Liefertermin alt. Und auch neu steht dann hier unser neuer Liefertermin mit dran, der dann auch wiederum über unsere Abprüfung hier vorne zum Materialstatus, zum Verfügbarkeitstermin abgeprüft wird. Das heißt, das Kennzeichen kann sich durch eine Terminverschiebung durchaus ändern. Die Einkaufsauskunft zu FA, jetzt hier in Bezug auf einen Vorgang, kann ich auch losgelöst öffnen. Das bedeutet, ich kann das nicht nur im Kundenauftragsbezug monitoren, sondern ich monitore das jetzt bei mir in der Demo-Daten immer ein bisschen in die Vergangenheit mit hinein, weil ich keine aktuellen Aufträge habe. Kann hier aber reingehen und kann sagen, okay, zeig mir alle Fertigungsaufträge an, die in diesem Zeitraum überhaupt angelegt worden sind und die über diese Vorfilterkriterien beispielsweise eben soll Starttermin in dieses Zeitraster fallen. Dann bekomme ich jetzt hier also wieder unsere Übersicht gegliedert, gruppiert nach dem Haupt-FA und könnte jetzt hier zum Beispiel auch schon mal reingehen und sagen, okay, in diesem Zeitraum zeige mir doch mal alle Positionen an, bei denen ich momentan dispositiv auf ein Problem zum Bedarfstermin laufen würde. Also überall, wo Gefährdungen entsprechend durch zu spät eingeplant, noch kein Material bestellt, Fertigungsauftrag entsprechend zu spät getaktet, kein Material da haben werde, um eigentlich an diesem Plantermin entsprechend diesen Fertigungsauftrag durchzuführen. Diese Stelle, dann auch die Möglichkeit, das zum Beispiel zu überwachen, wenn ich jetzt ein bisschen nach unten scrollen, dann sehen wir hier zum Beispiel, aha, da haben wir schon Materiallieferungen oder Bestellungen schon mal avanciert, beziehungsweise auch Bestellungen ausgeführt. Jetzt meldet sich als Beispiel der Mattmüller bei uns und teilt mir mit, ich kann die nächsten zwei Wochen nicht liefern. Bekomme also hier auf einen Blick auch direkt mitgeteilt, welche Vorgänge sind jetzt alle gefährdet. Selbst wenn die jetzt hier alle auf grün wären, das Material wäre bestellt, entsprechend alles gut, und er verschiebt mir alle Liefertermine um zwei Wochen nach hinten. Dann hätte ich jetzt hier eben genau dieses Thema, ja, dass ich aus dieser Liste heraus zum einen natürlich mal über die Standardfunktionalitäten im Fertigungsauftrag jetzt bearbeiten und verschieben könnte. Ich könnte bei noch nicht disponierten Material hingehen und sagen, okay, nehme ich mir entsprechend auf, rechte Maustaste, Bestellstapel erstellen. Also selektives Generieren eines Dispo-Stapels. Nicht nach Projekt, nicht nach FA, sondern auch strukturübergreifend oder eben selektiv. Was neu funktioniert, was neu mit dabei ist, ist die Möglichkeit hinzugehen zu sagen, okay, ich nehme jetzt nochmal diese Beispiele mit dem Mattmüller. Markiere all diese Aufträge, rechte Maustaste, Einzelterminierung, Simulation. Ich nehme mir jetzt also die kompletten Strukturen, momentan sind es noch die kompletten Strukturen, die wir hier in diese Simulation mit übernehmen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier nochmal meine Auswahl meiner Aufträge, sehe auch die aktuellen Plandaten dazu mit den aktuellen Durchlaufzeiten und kann die jetzt mal nehmen, kann sagen, rechte Maustaste, übernehmen. Und dann landen die uns, die Kopfauftragsinformationen, in diesem Detailbereich. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, wie verhält sich gemäß meiner Auslastung, meiner Disposition und meiner Planung, sowie auch den Grundlagen, denn mein neuer Durchlaufstermin. So, jetzt kommt hier genau eine Sache gerade zu tragen. Wir haben eine neue Funktion bei uns eingebaut, wo ich die Kapazitätsstellen austauschen kann. Er rechnet mir jetzt leider gerade jetzt, just in diesem Stand, die Durchlaufzeiten nicht ein. Das würde hier natürlich passieren. Also es ist jetzt wirklich ein Bug, den habe ich seit heute Morgen drin. Die Entwicklung ist gerade dran, weil wir gerade eine neue Version released haben oder entwickelt haben. Die wollte ich testen.
Das heißt, er würde jetzt hier beim Simulationsstart eben nicht nur hingehen und sagen, okay, 15.3., sondern er würde mir tatsächlich über die gesamte Kapazitätsbelegung prüfen und auch die Materialdisposition prüfen, wann würde denn ab diesem Termin der Auftrag dann laufen. Was sehr eben neue Funktion. Bitte? Sehr schöne neue Funktion. Ja. Und da haben wir jetzt noch eine Ebene, ich nehme es gleich mal noch schnell mit auf, wir haben hier eine Ebene gleich noch mit reingebracht, denn natürlich können nicht nur Materialien unser Engpass sein, sondern unser Engpass kann natürlich auch dementsprechend ein Arbeitsgang sein, gehen wir mal hin und sagen, okay, die ganze Montage, die Endmontage, die ich hier habe, die habe ich vielleicht auch in mehreren drinstehen, markiere die mir alle mal durch, rechte Maustaste, Kapazitätsstellen und Zeiten. Und jetzt haben wir hier eine Funktion geschaffen, der wir selektiv in der Simulation Arbeitsplätze durch andere ersetzen können. Das heißt, ich kann jetzt hier reingehen, kann sagen, okay, ich schaue mir jetzt in einem Zeitraster, von meinem Plantag ausgehend, einmal die aktuelle Auslastung an. Das Ganze wird auch noch farblich hervorgehoben, also dann, wenn eine Auslastung gegeben ist, wird das Ganze dementsprechend strukturiert bzw. farblich untermalt. Und jetzt könnte ich hingehen, zum Beispiel sagen, okay, das Ganze ziehe ich mir jetzt um auf einen anderen Arbeitsplatz, übernehme diese hier mit rein und jetzt habe ich hier noch eine Option, denn er würde mir jetzt erstmal aus meinem bestehenden Arbeitsgang die aktuellen Durchlaufzeiten aus Frischzeiten, Stückzeiten, Pufferzeiten übernehmen. Diese könnte ich auch hier jetzt direkt anpassen. Und ich könnte auch grundsätzlich, weil ich es planbar machen kann, eine Überlappung direkt auch mitgeben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, ohne in den einzelnen FA hineinzuspringen, das von hier aus erstmal A zu simulieren und bei Gefallen später auch zu terminieren. Daniel, ganz kurz, das heißt also, du kannst aus diese Daten, die du jetzt hier simulierst, diese Plandaten, die kannst du dann auch als Ist wieder übernehmen. Das heißt, ja, die schreiben wir dann direkt weg. Die schreiben wir wieder direkt zurück in die Fertigungsaufträge hinein. Das ist zum Beispiel auch immer so dieses Thema, was ja auch gerne aufkommt. Ich habe jetzt 30 Fertigungsaufträge gerade am Laufen oder 300. Und jetzt kommt der Chefauftrag. Der Chefauftrag geht nicht nur eine Stunde, sondern geht eine halbe Woche. Dann müsste ich ja mitunter über einen Zeitraum X erstmal anfangen, manuell über die Fertigungsauftragsliste zig Aufträge rauszunehmen, den anderen einzuplanen, die anderen wieder einzulaschen, durchzugehen. Das können wir uns sparen, indem wir hingehen und eben über unsere Vorselektion uns die gewählten Aufträge eines Zeitraum X nehmen, indem wir auch den neuen Fertigungsauftrag berücksichtigen. Entweder jetzt hier über eine Engpassermittlung oder auch als Vorfilter losgelöst. Jetzt kommt mal eine Ebene nochmal zurück. Die Möglichkeit, über die Terminierungssimulation einfach eine Fertigungsauftragsliste zu bekommen. Auch wieder über den Wunschzeitraum. Und jetzt hat mich mein Kunde Aber angerufen und der Kunde Aber teilt mir mit. Alle meine Fertigungsaufträge kannst du in deiner Planung mal verändern. Du musst mir jetzt unbedingt den 945 als allererstes fertigstellen. Was wir hier schon berücksichtigen, zum Beispiel aufgrund der aktuellen Planung, der Liefertermin aktuell schon überschritten. Ja, ist er. Beispielsweise. Und dieses Kennzeichen bzw. diese Information, die berücksichtigen wir auch in der Simulation. Nehmen wir also die Aufträge hier nochmal mit rein, markieren uns die noch einmal, übernehmen die unten in die Planung, simulieren hier einmal durch und sagen jetzt, okay, der 945, der muss auf die erste Stelle, der kann von mir aus auf die vierte Stelle rücken, speichere diese geänderte Reihenfolge ab und simuliere einmal neu durch und bekomme dann in der Simulation, wie gesagt, Durchlaufzeiten ist jetzt gerade eben genau mein Delta, ja, würde er mir jetzt natürlich den 945 an allererster Stelle von den Durchlaufzeiten hier nehmen. Das ist leider gerade eben genau dieser Bug, wo eben diese Mathematik jetzt gerade hier fehlt. Ja. Ansonsten würde ich jetzt eben sehen, dass der 945 von den Kapazitätsbelegungen her als allererstes terminiert wird. In der Simulation. Also, angemerkt, hier wird eingeplant, also dazwischen geplant. Hier wird jetzt nicht neu terminiert, also bei anderen Aufträgen, oder? Die Aufträge, die ich nicht in meiner Selektion habe, bleiben bestehen. Wir betrachten. Die bleiben bestehen, die bleiben unverändert und deren Kapazitätsbelegung berücksichtigen wir hier in der Simulation sowie natürlich nachher auch beim Zurückschauen. Okay. Ja, das wäre jetzt also auch so, wenn ich jetzt hier oben durchsimuliere und sage, okay, boah, der eine Auftrag, der hier und diesen hier, die zwei terminiere ich jetzt um.
Die anderen lasse ich in Ruhe, obwohl ich sie über meine Vorselektion hatte. Ja, dann kann ich das natürlich auch hier nochmal durchspielen. Wie gesagt, das ist jetzt gerade das Problem, was mich an der Stelle hat. Wenn ich das dann soweit durchgespielt habe, letzten Endes gibt es dann hier noch einfach die Funktion Terminieren. Und diese Funktion Terminieren lastet gleichzeitig auch ein. Das heißt, wenn ich vorher nach allen nicht eingelasteten Aufträgen zum Beispiel gesucht habe und sage, jetzt will ich die fixieren, dann geht das über diesen Weg auch, ohne jeden Auftrag manuell in die Hand nehmen zu müssen. Gut, die Einzelterminierung kommt. Entschuldigung, noch eine Frage dazu. Du hattest mal im Sommer letzten Jahres davon gesprochen, dass ihr auch vorhabt, das quasi dann wie Leitstand zu verwenden, sodass du sagen könntest, du könntest auch andere dann neu terminieren. Ja. Ist das die Vorbereitung dahingehend oder okay? Das ist die Basis für dieses ganze Thema im Leitstand mit dem Umterminieren. Ja, auf dieser Basis das entsprechend abzubilden. Das ist auch mitunter einer der Algorithmen. Da werden noch viele, viele dazu kommen. Ja. Auch Planungsschemata, Mathematik ohne Ende noch, bevor wir dann irgendwann im Sommer mal anfangen, auch an das heiß geliebte Thema Bildchen verschieben, als grafische Oberfläche gehen. Wir brauchen jetzt erstmal die Mathematik und da habe ich einen ganzen Sack voll Formeln und Themen, die hier gerade eine Rolle spielen, wo jetzt auch Anforderungen natürlich durch das neue Modul gerade mit dazukommen. Das heißt, die PPSU wird an der Stelle auch immer wachsen und lernen. Das ist also nicht so, dass das alles jetzt final schon so in Stein gemeißelt ist und so bleibt, sondern das Produkt lernt. Wir lernen und bauen das auch entsprechend weiter mit aus. Okay. Gehen wir nochmal zurück auf Anfang. Und einen Auftragsstatus. In diesen Listen, in diesen Ansichten von hier aus auch immer dann direkt die Möglichkeit, so wie auch in der großen Liste, wie gesagt, selektiv direkt einen Dispo-Stapel zu erstellen, dann wieder über die Sage-Standard-Funktionalität. Hier auch dann die Möglichkeit, ganz normal entweder über die Dispositiven oder über die kompletten Basismengen, Bedarfsmengen dann entsprechend aus den einzelnen Aufträgen einzugreifen und diese in einen Stapel zu übertragen. Das zum Thema Einkaufsauskunft. Wenn wir jetzt über dieses Thema Materialverfügbarkeit zum Bedarfstermin oder Materialstatus sprechen, reden wir jetzt natürlich hier immer auch davon und der Betrachtungsweise, ich habe Arbeitsgänge eingesetzt oder eben nicht. Weil die reine Dispo kann ich auch ohne Arbeitsgänge steuern, indem ich einfach dem FA ja mitgebe, wann ist ein Sollstarttermin, dann wird der als Bedarfstermin mitgegeben. Wenn ich mit Arbeitsgängen arbeite, dann wird das Ganze nochmal ein bisschen granularer, denn ich müsste mitunter auch gegebenenfalls in-house kommissionieren, und zwar von meinem Hauptlager zum Beispiel auf dem Arbeitsplatzlager. Dazu gibt es die Übersicht Arbeitsplatzmaterialstatus. In dieser Liste habe ich auch wiederum die Möglichkeit, über einen Zeitraum, Vorgang oder über den Arbeitsplatz das Ganze einzugrenzen und kann von hier aus mir in Bezug zum Arbeitsgang die Machbarkeit anschauen. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier mal die Endmontage mal als Beispiel nehmen, sehe ich, aha, ich habe ein Gesamtlager oder eine Gesamtdisposition nicht genügend Material zum Bedarfstermin verfügbar und auch auf dem Kommissionslager zum Arbeitsplatz oder zum Material liegt nicht genug. Kommissionslager, ganz kurz noch die Erklärung dazu, Kommissionslager zur Produktion ist das Materiallager am Lagerplatz hier. Das heißt, wir prüfen also ab, wurde gegebenenfalls im Voraus schon per MDE oder entsprechende Umbuchen oder, entweder aufs Projektlager oder eben hier auf ein separat geführtes Lager das Material schon umgebucht. Dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, diesen Arbeitsgang einfach zu starten. Ja? Diesmal melde ich mich ausnahmsweise mal. Noch eine Frage. Was ist die Performance? Also ihr ermittelt ja immer alles zur Laufzeit. Ja. Die ganzen Informationen. Wie verhält sich das, wenn ich jetzt tatsächlich 1000 Aufträge hier im System habe? Habt ihr da mal Tests gemacht in irgendeiner Form? Ja, habe ich gemacht. Ich habe jetzt als Beispiel bei einem Kunden neulich mit über 1200 Aufträgen drin die Simulation mal blank laufen lassen, war kurz in der Küche, habe eine gebraucht, bin mit dem Kaffee 5 Minuten später zurückgekommen. Die Simulation war durch. Okay, gut. Also 5 Minuten, ja. Und hast du mal getestet, wie das ist zu dem Zeitpunkt, wenn die anderen arbeiten wollen? Also
wir haben vom, wie gesagt, von der Performance her sind wir hier wirklich jetzt mit den Algorithmen, die wir jetzt verwenden, nochmal, da gibt es noch ganz andere Kriterien, das ist mir durchaus bewusst, die dann auch etwas länger laufen werden. Ja. Aber so im Grundsatz mit der Gesamtperformance, auch bei großen Dispo-Tabellen, ja, also wenn die KK-Dispo-Artikel recht vollgestopft ist, das ist jetzt keine große Bremse. Ja, das kann mitunter mal sein, dass die Einkaufsauskunft mal eben nicht in 10 Sekunden aufgeht, sondern halt erst nach 20 Sekunden. Das ist eben aber dann der Masse der Daten halt geschuldet, die dann auch vorliegt. Okay. Also wird man Erfahrungen sammeln im Live-Betrieb? Das ist so der was ich so... Ich hab Maschinenbauer, sage ich jetzt mal, die haben Stücklisten mit drin, stellenweise mit 12.000, 13.000 Artikel. Ja, bei denen geht die Einkaufsauskunft entweder auf Projektebene gut nach 10 Sekunden oder sowas drauf. Ja, und da sind dann auch, jetzt gerade bei dem einen, ich weiß nicht, das sind irgendwie 30, 40 Arbeitsplätze, was die da haben. Da ist auch ordentlich Befüllung in der Datenbank drin. Das kann man wirklich so nehmen, dass man sagt, okay, man wartet mal so 10, 15 Sekunden schon mal auf eine Einkaufsauskunft. Das kann schon sein, dass eben die Dispo oder eben die Abprüfung an der Stelle dann passiert. Okay. Weil wir wirklich jeden einzelnen Artikel hier auch in die Hand nehmen und die binden. Was nicht bedeutet, dass wir vielleicht nicht hier und da irgendwann auch mal nochmal Optimierung an gewissen Abfragen oder SQL-Funktionen auch vornehmen können oder müssen. Ja, also das will ich jetzt nicht grundsätzlich ausschließen. Wobei die Grundabfragen für die Einkaufsauskunft zum Beispiel, das ist eine Abfrage, die gibt es schon seit 5 Jahren. Die haben wir schon seit 5 Jahren bei Kunden im Einsatz. Und die hat auch schon diverse Optimierungen genossen. Also von dem her sind wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wenn wir jetzt gerade in dieser Übersicht mit dem Arbeitsplatzmaterialstatus bleiben, leitet sich die Information der Verfügbarkeit für die entweder aus Kommissionslager oder eben der Materialstatus allgemein über die Disposition eben über die Unterpositionen ab. Das heißt, wir prüfen erstmal über alle Materialpositionen, die über meinem Arbeitsgang stehen im Fertigungsauftrag, die dort damit also verarbeitet werden sollen und bekommen dann entsprechend eben die Information, ja, liegt denn jetzt tatsächlich genügend entweder auf dem Kommilager oder im allgemeinen Status. Das lässt auch zwei Rückschlüsse zu. Der eine Rückschluss ist, wenn ich auf dem Materialstatus Lager, gucken wir gerade mal, ob ich so einen Fall habe, nee, habe ich gerade nicht, wenn ich auf dem Materialstatus Lager, also auf dem Kommissionslager, genügend Material habe, also hier steht okay, aber hier drüben steht kein Bestand, dann heißt das für mich im Umkehrschluss, ich sollte diesen Arbeitsgang nicht beginnen, weil ich im anderen Vorgang, der hier auch laufen müsste, das Material wegnehme. Ich könnte ihn beginnen, sollte er auch nicht. Umkehrschluss, wenn einer nur hingeht und sagt, rein, das, was auf dem Kommissionslager liegt, interessiert mich, blende ich dieses Feld aus. Andersrum, wenn einer sagt, mich interessiert immer nur der Gesamtbestand, ich fange dann an, wenn ich kann, dann blende ich eben dieses Feld aus. Das ist eine Frage der Arbeitsweise und der Sichtweise auf diese Informationen oder eben in der Kombination, ich habe zwar genügend Material da, aber ich darf nicht damit beginnen. Grundsätzlich auch hier die Möglichkeit, selektiv oder über eine entsprechende Vorfilterung über die rechte Maustaste das Ganze in die Simulation zu übertragen. Und auch von hier aus die Möglichkeit, bei Fehlbeständen oder überhaupt hier unten in der Materialposition hinzugehen, zu markieren und über die rechte Maustaste einen Dispo-Stapel zu erstellen. Plus allen Standard aufrufen, die an der Stelle sinnvoll sind. Ich erwähne es bloß immer ganz gerne, wenn irgendwo was fehlen sollte, einfach mitgeben beim nächsten Release ist mit Sicherheit. Ja. Schon wieder eine Frage. Wenn jetzt IAS, ihr habt ja IAS an manchen Ecken eingebunden und ist es geplant oder habt ihr irgend schon eine Funktion realisiert, dass man von hier aus auch dann Umlagerung über IAS direkt anstoßen könnte, jetzt von dem Hauptlager auf das Materiallager? Ja, also wir haben tatsächlich gerade auch ein Projekt mit IAS, bei dem genau das der Fall ist, wo eben entsprechend für die Kommission von Fertigungsinseln, ja, genau eben das auch vorgenommen wird, da hat IAS oder bedienen sich IAS auch in zukünftigen Versionen auch unseren Queries zu dem Materialstatus. Das heißt, wir gleichen uns da auch wirklich inhaltlich an, dass diese Abprüfung 1:1 die gleiche ist. Und von dort aus kann natürlich die MDE dann auch Kommissioniervorgänge entsprechend vorschlagen, sagen, da muss ich ganz schnell reagieren oder drüben läuft uns beispielsweise an einem Arbeitsplatzlager entsprechend eben irgendwie ein Material aus. Ja, das heißt, drüben im Zentrallager, Ameise, bitte fahr da rüber und bring das Zeug rein. Okay. Mhm. Genau. Fragen soweit? Nein? Okay. Gut, dann gehen wir nochmal zurück in den Kundenauftragsstatus.
Wir befinden uns immer noch, außer der Terminierung, die außen vor gelassen jetzt, ansonsten befinden wir uns immer noch in der PPS Suite Basic. Das ist also die Grundausbringung, die wir damit auch zur Verfügung stellen. Und hinzu kommt jetzt hier auch noch die Übersicht des Fertigungszeitmanagement. Das Fertigungszeitmanagement ist letzten Endes auch wieder eine Aufbau- oder eine Darstellungsstruktur des Fertigungsbaumes, aber diesmal natürlich auch mit Arbeitsgängen, denn wir machen hier einen Listenvergleich oder einen digitalen Vergleich von eben Soll- zu Ist-Zeiten. Das heißt, wir haben einmal den tatsächlichen Verbrauch, wir haben die Ist-Mengen dagegen gestellt, wir haben die Durchlaufszeiten dagegen gestellt und wir ermessen auch hier drin Differenzzeiten. Das bedeutet, ich bekomme hier auf einen Blick auch gleich dargestellt, wenn man jetzt zum Beispiel meine Zeiten von der Planung massiv gegen die Echtzeitdaten auseinanderlaufen, kann ich mir hier darüber auch gleich einen Blick verschaffen. Die Frage ist immer über die Formatierung, welche Regeln hinterlege ich oder was lege ich hier auch dementsprechend zugrunde. Wenn ich diese Liste jetzt wie hier als Beispiel jetzt auf diesen einen Auftrag nehme, auch nochmal losgelöst öffne, das Ganze auf einen Zeitraum dann auch wiederum beschränke und hier natürlich auch sinnvoll auf Ist-Start-Informationen. Das heißt, wenn IASB.de zum Beispiel im Einsatz ist, die schreiben ihre Buchungszeiten zur Laufzeit vor der Fertigmeldung in eigene Tabellen. Die werden von uns hier berücksichtigt. Ja, wir berücksichtigen also die Sage-Standard-Tabellen, aber eben auch die IAS-Tabellen zur Laufzeit. Hat also den Charme, dass wir wirklich hier auch einen Hallenbelegungsplan in Listenform mit darstellen. Ich also auch wieder einen Zeitraum nehme, hier entsprechend reingehe und sage, okay, zeig mir doch bitte in diesem Zeitraum oder an diesem Tag, wie auch immer, nur alle Arbeitsgänge an. Dann bekomme ich hier auch entsprechend dann eine Übersicht zum Fortschritt oder Fertigungsfortschritt gemäß der Buchung. Das Ganze kann man jetzt auch noch regelmäßig dann aktualisieren lassen, diese Liste, und würde dann auch sehen, wo haben wir welchen Fertigungsfortschritt oder wenn eine Stillstandsmeldung zum Beispiel reinkommt, dann wird diese Kennzeichnung bei uns hier auch mit berücksichtigt und dann können wir die Zeile auch zum Beispiel rot markieren. Ja, also wir arbeiten recht viel einfach über das Thema bedingte Formatierung sowie auch über das Thema Gruppierung, um einfach Informationen schnell von A nach B zu wandeln. Auch in dieser Liste dann die Möglichkeit, wiederum rechte Maustaste, einmal Simulation oder entsprechend eben ganz normale Kontextmenüs aufzurufen. Kommen wir zu PPS Suite Professional. Ab der Professional gliedern wir fünf Übersichten zentral nochmal mit hinzu. So, dann, wenn es darum geht, zu monitoren, wie ist denn zur Laufzeit, als Beispiel hier von meinem Sollstart zu meinem Sollende, die weitere und die allgemeine Belegung meiner Arbeitsplätze. Das heißt, ich bekomme hier eine Liste, die ich sehe, okay, hier drin habe ich eine Belegung entsprechend, hier sehe ich es zum Beispiel so, am 2.5. habe ich entsprechend 4,28 Stunden belegt. Wenn ich jetzt mal auf die Details gehe, kriege ich die Liste noch einmal und sehe dann auch hier ganz genau, welche Fertigungsaufträge mit welchen Durchlaufszeiten, zu welchen Zeitintervallen belegen wir hier einmal diesen Arbeitsplatz, decken mir welche Verkaufsaufträge, auch wenn es eine Unterbaugruppe ist. Das heißt, ich kann jederzeit also sehen, meine Belegung, wohin führt die, wozu ist die da. Und dazu kommt hier auch noch dann mit der Integration mit IAS die Möglichkeit, direkt dem entsprechenden Arbeitsgang, der hier zugrunde liegt, Mitarbeiter zuzuweisen, das nachher dann wiederum auf dem BEDE-Tablet in dem Vorarbeitermodul zugeordnet wird. Das heißt, man kann von hier aus direkt auf die IAS-BDE-Mitarbeiter zusteuern, wenn ich die Berechtigung dazu habe. Wenn ich das Ganze dann losgelöst noch haben möchte, gibt es auch die Option, IAS-Arbeitsgang zuweisen, separat zu starten, also nicht nur hier in diesem Kontext auf diesen einen Arbeitsgang, sondern hier reinzugehen und zu sagen, okay, nehmen wir jetzt mal diesen Arbeitsgang hier und sage, okay, da möchte ich jetzt Mitarbeiter zuweisen. Wir nehmen die Manuela Gehalt, wende das Ganze an, einmal
kurz hier oben noch wechseln und sehe dann entsprechend, okay, ich habe die manuelle Gehalt heute mit einer Auslastung oder an diesem Plantag mit einer Auslastung in den Arbeitsgängen so zugeordnet. Hier liegt in der Basisversion ohne unsere personelle Einsatzplanung die ganz normalen Sage-Schichtpläne zugrunde. Das Ganze kann auch über die PBS Youth Enterprise mit der Personaleinsatzplanung ergänzt werden. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, eigene Schichtmodelle anzulegen für Mitarbeiter. Wir haben die Möglichkeit, eigene Schichtpläne anzulegen und diese entsprechend dann auch wieder über eine Kalenderfunktion zu verteilen. Mitarbeiter selbst hat den Mitarbeiterstamm, ein Userfeld, dem ich diesen Schichtplan zuordne. Und auf dieser Basis habe ich jetzt die Möglichkeit, Sonderzeiten einzutragen. Beispielsweise, dass die Manuela heute Nachmittag von 12 bis 16.30 Uhr Urlaub hat. Das heißt, ich vermindere ihre eigentliche Kapazität gemäß Schichtintervall oder Schichtplan auf diesen Tag von 8 bis 12, von 13 bis 16.30 Uhr und nehme das entsprechend raus aus der Verfügung. Das heißt, wir liefern da einfach ein paar Beispiele mit aus. Das kann man beliebig in einer Tabelle dann ergänzen, was es noch alles für Fehlzeitgründe oder für Erweiterungsgründe von Zeiten entsprechend geben mag. Beispielsweise eben fest vereinbarte Überstunden. Diese werden dann kapazitiv in der Planung, in der Terminierung von uns berücksichtigt. Hintergrund ist ja der, dass Sage im Standard immer den Schichtplan des Arbeitsplatzes zugrunde legt. Das heißt, selbst wenn ich einen Sage Standard in den Fertigungsaufträgen einem Mitarbeiter einem Arbeitsgang zuordne und der einen abweichenden Schichtplan hat, dann terminiert Sage im Standard trotzdem. Arbeitsplatz ist ab 6 verfügbar, Mitarbeiter ab 8. Dann wird Sage in der Terminierung trotzdem um 6 Uhr beginnen. Obwohl der Mitarbeiter erst um 8 Uhr da wäre. Und dahingehend haben wir das erweitert, dass über diese Funktion mit den eigenen Schichtplänen sowie auch unter Berücksichtigung von Sonderzeiten dann entsprechend eben der Fertigungsauftrag, ich gucke gerade mal kurz rein, ich hatte vorhin noch einen angelegt, dementsprechend dann terminiert wird. Zwei. Hier sieht man es jetzt in diesem Beispiel. Ja. Ich gehe jetzt nochmal zurück auf die Manuela. Nehme die Manuela hier besondere Zeit hier weg. Keinen Urlaub. Gehe nochmal rüber in Fertigungsauftrag. Den ist geschlossen. Okay. Vorführeffekt. Wunderbar. So. Gehe jetzt hier nochmal kurz rein und sage jetzt einfach hier vorne im Kopf von mir aus, okay, oder ich lasse den auch nochmal neu ein. Hier mein Wunschbeginn wäre jetzt heute um 14 Uhr. Dann bleibt er auch hier um 14 Uhr. Der Arbeitsgang, er hat es mir jetzt nicht übernommen. Toller Vorführeffekt heute. Ich habe wohl schon eine Belegung auf dem Tag drin. Gucken wir mal schnell nach, dass wir sagen können, das ist die Montage. 500. Ja, da ist bei mir jetzt hier heute schon voll, deswegen verplant das dann jetzt nicht nochmal. Das Beispiel. Dann planen wir um. Dann gehen wir eben, bleiben wir mal bei dem 21.02. stehen. Sagen ab 13 Uhr als Beispiel wäre das Ganze geplant. Und jetzt meldet sich die Manuela bei uns für den 21. krank.
Da hat sie schon was drin, dass sie eigentlich erst um 10 beginnt. Und hier von mir ist noch die Krankenmeldung dazu. Ab 12 Uhr. Das geht natürlich auch tagesübergreifend. Dass ich auch über mehrere Tage eine entsprechende Sonderzeit hinterlegen kann. Und gehen jetzt hier noch mal rein. Das Ganze vom letzten Mal planen. Und sehen dann hier, er beginnt am nächsten Tag, jetzt um zwei, am 22. um 8 Uhr, weil ab dort die Manuela ab 8 wieder verfügbar ist. Ja. Das sind jetzt diese Themen, die wir jetzt noch vertieft behandeln. Dort kommen jetzt auch noch Engpasslisten, auch dieses Kennzeichen oder ähnlich diesen Kennzeichen der Materialverfügbarkeit werden wir diese Informationen eben auch in die für die Mitarbeiter bereitstellen. Das heißt, ich sehe, Materialstatus ist in Ordnung, der Mitarbeiterstatus ist ebenfalls in Ordnung für die geplanten Zeiten. Ansonsten von dort aus auch wieder die Möglichkeit, neu zu planen oder das in die Terminierung zu übernehmen. Fragen dazu? Ja, das ist sehr schön, also von der Möglichkeit her. Mir fehlen aber noch so ein paar Sichten, um ganz ehrlich zu sein. Aber das weißt du ja wahrscheinlich selbst. Also eigentlich möchte ich auch für eine Kapazitätsgruppe, also mehrere Mitarbeiter auf einmal planen können. Ja. Dass ich sage, alle, die in der Montage sind, sollen geplant werden. Also und ich möchte wissen, was habe ich für eine Kapazität jetzt auf der Gruppe gegebenenfalls noch. Weil wenn da drei in der Endmontage sind, dann können die sich ja die Angebote oder die Aufträge abholen, die sie gerade lustig sind. Das interessiert mich ja nicht, wer es macht jetzt ganz konkret. Richtig. Also, Das wäre so der eine Ansatz, den ich eben gesehen habe, um zum Boden. Ja, in dem Moment, wenn ich jetzt was einplane, was sehe ich, also, was hatte ich denn da eben noch? Also, wann das an dem Tag stattfindet? Ja, komme ich gleich vielleicht wieder drauf. Also, aber so die Übersicht für den Mitarbeiter, das war das, was mir noch so ein bisschen, also, genau. Wo ich gerne ein paar Informationen mehr hätte. Zu dem Thema, da arbeiten wir gerade noch dran. Also das Thema Mitarbeitergruppen, es gibt grundsätzlich den Aufruf schon dazu. Diese Ebene Mitarbeitergruppen ist eigentlich dafür gedacht, dass wir hier Gruppen oder Informationen rund um Qualifikationen bündeln können. Die Qualifikationen werden wir dann über den Grundlagenbereich selektiv zuordnen können an Arbeitsplätze oder eben an Arbeitsgänge und damit gegebenenfalls von der Kapazitätsbelegung auch eine Gewichtung für automatische Vorschläge zu generieren. An den Algorithmen dafür arbeiten wir momentan. Und das führt natürlich dann auch wieder zu entsprechenden Ansichten, die uns diese Informationen mitgeben. Aber es ist tatsächlich so, Stand heute haben wir das noch nicht komplett umgesetzt. Ja. Das zur zentralen Information über Personaleinsatzplanung und die Möglichkeiten der erweiterten Terminierung. Im Kundenauftragsstatus bleibt uns eigentlich dann jetzt hier von diesen Informationen aus, gibt es natürlich noch die Ansichten, wie sind meine Mitarbeiter in diesem Zeitraum, mit welchen Kapazitäten gegebenenfalls verplant, was sind meine Gesamtkapazitäten, die in diesem Zeitraum verplant sind, das heißt, wenn ich also gar nicht unterscheiden möchte zwischen Mitarbeitern und Arbeitsplätzen, welche anderen Fertigungsaufträge laufen im selben Zeitrahmen, soll Start bis soll Endtermin, auch von hier aus dann immer die Möglichkeit, diese direkt wieder in die Terminierung zu übergeben, weil ich hier vielleicht irgendwo Kapazitäten schaffen muss oder entsprechend verschieben möchte. Ansonsten natürlich auch die Stage-Number-Funktionalitäten. Ein Register ist noch neu und bringt uns in dem Kontext jetzt hier noch gar nichts. EK Handelsware. Wir können die PBS-Suite bzw. den Kundenauftragsstatus eben nicht nur für reine Fertigungspositionen verwenden, sondern auch für ganze Aufträge. Das heißt, ich kann mir hier auch alle offenen Verkaufspositionen in Summe mit Verkaufspositionen oder Ersatzteilen mit darstellen lassen, beispielsweise unsere heißgeliebten Stehleuchte. Könnte jetzt hier auch noch kurz nach dem Vorgang kopieren und würde dann über die EK Handelsware hier auch sehen, bei welchem Lieferant wurde das Material gegebenenfalls bestellt, ist schon ein Wareneingang dazu erfolgt, ohne jetzt also den Kontext der PBS-Suite in Verbindung hier verlassen zu müssen. Grundsätzlich ist die PBS-Suite auch ohne Produktionslizenz einsetzbar.
Das heißt, die kann auch mit einer reinen Warenwirtschafts-Client, wenn jemand nur verwaltend Informationen aus der Produktion oder allgemein hier braucht, eingesetzt werden. Sinnvoll mit der Terminierung, mit der Umplanung, natürlich A, nur für diejenigen, die eine Produktionslizenz haben, aber das ergibt sich dann eh, weil die Menüfunktionen ja dann auch nicht aktiv sind. Das kommt dann ja mit auf. Aber grundsätzlich gegebenenfalls ist es schon für meine Einkaufsabteilung ein wichtiges Instrument, ne? Ja. Also, die sonst rein gar nichts mit Produktion zu tun hätten. Genau, um einfach den Status entsprechend zu den Vorgängen dann auch monitoren zu können. Das haben wir auch bei vielen Unternehmen genauso auch mit drin und die brauchen dafür jetzt nicht explizit nochmal eine Produktionslizenz, sondern Warenwirtschaft plus PPS-Suit und die kriegen die Informationen hier raus und können von dort aus auch Informationen dann direkt weiter steuern. Das ganze Thema außenrum um den Bereich Infotainment, das heißt abteilungsübergreifendes Informieren, automatisch Mailversand, Pop-ups, wie auch immer. Da sind wir dran, hier Strukturen dafür zu schaffen, das entsprechend auch aufzubauen. Momentan haben wir hier noch nichts Fertiges. Das Einzige, was an der Stelle jetzt mit dem Release mit dazukommt, wird eben sein, wenn wir aus der Terminierung einen Liefertermin durch die Neuterminierung gefährden, also einen Auftragsliefertermin durch die Neuterminierung eines FAs gefährden, dann wird das hier oben auch entsprechend mit gekennzeichnet werden. Und was hier ebenfalls noch mit gekennzeichnet werden wird, ist auch dieser Materialstatus des entsprechenden Materials hier oben. Ja, also um von dort aus auch nochmal zu sehen, ich habe zwar eine Verkaufsposition mit einem Produktionsartikel drin, ich habe keinen FA dazu, die Zeile muss aber nicht rot sein, weil ich habe genügend auf Lager liegen. Also ich kann den einfach bedienen. Ja, diese Kennzeichen werden wir jetzt ebenfalls noch im Kopfbereich, im Marschler hier noch mit einfließen lassen. Das war jetzt mal Crashkurs, ja, PPS-Suite. Wir haben noch ein paar Übersichten, ein paar Listen hier, beispielsweise eine allgemein gehaltene Übersicht über Rückmeldungen. Es soll die Möglichkeit geben, einfach, ja, es ist bei mir nicht so viel drin, deswegen kann ich das einfach mal kurz laufen lassen. Mir einfach kurz einen Überblick dann zu holen, okay, welche Kosten, welche Durchlaufzeiten, welche Informationen habe ich gegebenenfalls zu einem Artikel, gegebenenfalls oder auch zu einem Projekt gehabt und kann mir diese Informationen dann hier auch recht schnell per Drag and Drop dann so zusammenstellen oder filtern, beziehungsweise dann auch entsprechend Summen gegebenenfalls ziehen, wo es sinnvoll ist, um mir hier Informationen recht schnell aus der Rückmeldung herauszuholen. Also eine einfache dynamische Darstellung der Rückmeldungen, ja, und hier auch natürlich dann die Möglichkeit, Kosten zum Beispiel recht schnell über einen gewissen Bereich, über ein Projekt, über gewisse Abläufe oder bei der Fertigung von gewissen Ressourcenlisten einfach ins Verhältnis zu setzen über einen Zeitraum und dies zu vergleichen. Ist das von welchem Modul ist das Gegenstand, diese Übersicht? Von die Rückmeldungen? Die kommt ab der Basic. Ab der Basic, okay. Die ist ab der Basic dabei, genau. Also kannst jetzt auch hier nochmal ein bisschen aufgliedern. Kundenauftragsstatus, Fertigungszeitmanagement, Einkaufsauskunft und der Arbeitsplatz, Materialstatus sowie auch die Rückmeldungen gehören in die Basic. Zur Professional kommen dann hinzu Kapazitätsanzeigen und ich glaube Rückmeldungswerkzeuge laufen sogar auch im Standard, sind auch in der Basic drin. Das ist eine Basic-Lizenz. Genau. Und dann ab der Enterprise kommt eben das Thema der Terminierung mit hinzu. Und natürlich auch die Option der Integration von der IAS. Sowie auch die Personaleinsatzplan. Läuft in die Enterprise mit rein. Genau. Und wir arbeiten immer an mehreren Modulen, sage ich mal, dass da was weitergeht. Also es ist nicht so, dass jetzt der Fokus nur rein auf der Enterprise liegt, sondern wie man jetzt eben auch sieht, das Arbeitsplatzmaterialstatus, diese Funktion oder Übersicht ist generell erst im letzten halben Jahr dazugekommen. Auch diese Dispo-Ansicht mit der Materialverfügbarkeit ist jetzt im letzten halben Jahr mit reingerutscht in diese Ansichten und gibt uns jetzt natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, über die Engpass-Simulation bzw. Engpass-Ermittlung dort entsprechend auch zu arbeiten. Nochmal eine Frage ganz zu Anfang, also als wir das uns das erste Mal anguckt, da hast du damals schon mal gesagt, ihr wolltet mit der Sage auch nochmal reden, ob dann immer alle die Professional oder Enterprise haben müssten oder ob man dann auch mal so ein Mix. Es gibt keinen Mix. Es gibt kein Mix, okay. Es wurde kategorisch abgelehnt, dafür haben wir den Deal eben gezogen, dass wir sagen durften,
Wir können auch eine Warenwirtschaft blank aufsetzen, wir müssen es nicht an eine Produktionslizenz koppeln. Ja. Das war dafür der Deal auf der anderen Seite. Also wir können es nicht mischen. Auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal unter Hinblick dessen, wenn ich jetzt die Terminierung nutze, was für die meisten in der Enterprise ja der Mehrwert sein wird, für das Umplanen und alles, was da noch mit reinfließt, für den Preis von 39 Euro pro User pro Monat, ist das, glaube ich, im Verhältnis zu einem externen Leitstandsystem sehr preiswert. Das stimmt, ja. Genau. Die PBS-Suite selber basiert, wie man unschwer erkennt, natürlich auf AppDesigner bzw. auf DevExpress. Ja. Und die Installationsroutine geht 5 Minuten, 10 Minuten. Wir liefern ein Setup aus. Das Setup wird auf dem Application-Server ausgeführt. Erkennt automatisch den Pfad, importiert Metadaten und aktualisiert uns dann diverse Bereiche. Zum einen stehen uns im Admin auf der Global ein Datenbank-Update dann bereit, das unsere Lizenzverwaltung initiiert. Zum anderen stehen auf den Datenbanken Updates entsprechend auch bereit, die Views anlegen, SQL-Funktionen anlegen und. Aber alles autark weg von den Standard-Tabellen. Das heißt, ich habe die PPS-Suite drin, ich habe die am Laufen, Testumgebung. Oder Kunde sagt, ich will das mal live testen, 30 Tage in seinem System. Okay, wenn er sie danach nicht mehr will, tut es keinem weh. Also wir gehen nirgends hin und greifen jetzt irgendwo so ein, dass wir jetzt proaktiv den Standard irgendwo verzerren würden. Wir haben auch eine 100%ige Update-Sicherheit. Auch in Abstimmung mit Sage und auch mit den Funktionalitäten, die wir hier momentan antriggern und auch mit der Terminierung zum Beispiel. Wir greifen jetzt also nirgends so ein, als dass wir den Standard damit gefährden würden. Wir liefern, weil Sage es noch nicht anders kann, einen externen Lizenzadmin von uns mit, der uns dann die Möglichkeit gibt, zum einen die Lizenz einmal zu importieren, zum anderen hier drin aus den benannten Benutzern der Warenwirtschaft entsprechend eine Zuordnung zu machen und dann die Named-User-Lizenzen entsprechend aufzuteilen. Ach ja, genau, der Wartungsclient übrigens braucht keine Lizenz, der wird automatisch mit einer PBS, kann direkt die PBS mit aufrufen. Fragen? Ja, eine neue Lizenz, bekommen wir die in Kürze nochmal, also mit der aktuellen Version? Ja. Also wenn heute Nachmittag mein Entwickler mir meinen Release noch fertig macht, ohne Bugs, dann geht am Montag das Ganze bei uns, wird das neue Setup gebaut und ihr bekommt dann per WeTransfer die neue Lizenz, das neue Setup von mir bereitgestellt und dann könnt ihr das einfach installieren. Ich werde wahrscheinlich im Laufe des Februars noch ein komplett neues Template, also eine Vorlage mit ausliefern, wo dann Farben und Co-Beschreibungen noch mit drin sind. Aber das neue Release könnt ihr auf jeden Fall schon haben und ihr könnt euch natürlich auch selber jederzeit einfach Templates hier anlegen. Das ist ja für euch als Partner die kleinste Übung, sage ich jetzt. Genau. Von der Struktur her, beziehungsweise auch zum Thema mit Einführung bei Bestandskunden. Wenn das ein Kunde schon die Produktion im Einsatz hat, ist das natürlich für eine Basic immer eine Wohlfühlumgebung oder auch für eine Professional. Das ist ja überhaupt nicht das Thema, sofern natürlich die Stammdatengrundlagen der Produktion entsprechend einfach gepflegt sind und der Kunde ganz normal heute schon sinnvoll die Dispo-relevanten Informationen im System auch sauber pflegt. Ja. Dann ist das Plug and Play. Und dann ist das auch nicht eine riesen Einarbeitung, sondern da kann man das eher als Ansatz nochmal nehmen, vielleicht nochmal vertiefte Grundschulungen oder Prozessschulungen beim Kunden draußen durchzuführen. Ja, natürlich kommt über die Engpassermittlung noch ein neuer Informationsgrad mit dazu, aber auch der alleine wird jetzt keine Mannwoche Schulung draußen, sage ich mal, abverlangen, sondern wir reden da wahrscheinlich hier über ein paar Stunden. Mit der Enterprise, mit der Terminierung selber, ja, da sind wir jetzt gerade dabei. Die ersten Erfahrungswerte, die wir jetzt gerade bei den Umstellungen schon draußen gemacht haben und bei Bestandskunden, Produktionsbestandskunden, die es jetzt schon haben, da waren die Schulungsaufwände 4 bis 5 Stunden. Dann setzt das. Weil auch hier die Logik ja schon die ist, die ein Anwender aus der Sage erkennt. Das heißt, dieses Feeling, was macht das System, ist nicht fremd.
auch wie rechnet das System, ist an der Stelle nicht fremd. Ich habe nur noch mal eine Ebene, eine Zwischeninstanz geschaffen, an der man entsprechend halt hingehen kann und sagen kann, okay, ich sehe das, bevor es passiert. Ich kann eingreifen, bevor es passiert. Das ist der einzige große Unterschied eigentlich im Verhältnis zur Standardterminierung. Alles andere mit erweiterten Algorithmen und so weiter kommt dann eh sukzessive mit drauf. Bei Neukunden haben wir festgestellt in der Einführung, dass wir uns natürlich da immer ganz gut schon auf den Kontext beziehen können in den Produktionsschulungen. Das heißt, gewisse Ansätze kann man einfach vielleicht auch schon anders streuen bei der Einführung in der Produktion. Ich darf nicht mehr fragen. Ich habe schon 7 von 8 Fragen verbraucht, also von daher gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die 8 nachher wird. Wenn es danach geht, hast du schon 10 von 9 verbraucht, Volker. Du kannst mir ein paar Fragen abkaufen, wenn du magst. Was muss ich dir denn dafür geben, Steffen? Das klären wir nachher. Habt ihr sonst noch irgendwelche Themen, irgendetwas, was man noch durchspielen sollte?